Ein Anknüpfungspunkt ist Gerhard Lauers Aussage, es gibt nicht Daten. Doch, würde ich sagen, es gibt Daten. Das ist so eine der These, die ich jetzt einfach mal in den Raum stellen möchte zu Beginn, weil ich in meinem Vortrag versuche, die Geschichtswissenschaften so ein bisschen zu charakterisieren und zu zeichnen. Das ist jetzt ein Anschluss an Ihren Vortrag, allerdings mit der Perspektive der Historikerin in der Zukunft. Die zweite ist Anknüpfung eigentlich auch an die vorigen Vorträge. Wir haben ja immer so ein bisschen diskutiert, auch über den Gegenstand der Geisteswissenschaften, aber auch über die Methode der Geisteswissenschaften. Ich versuche das beides so ein bisschen noch hier mit zu berücksichtigen. Gehe erst über die Gegenstände und komme dann zur Methode zu sprechen, weil ich drittens sagen muss, ich bin kein Theoretiker. Ich bin als Digital Humanist dann sicherlich sehr im Bereich der Methoden verankert. Vor allen Dingen bezeichne ich mich selber aber eher als Praxismensch, als pragmatischer Mensch. Und so ist der Beitrag auch zu sehen. Und ich hoffe, dass aus der pragmatischen Herangehensweise dann vielleicht auch wieder Ideen entstehen, die auf die Theorie dann wieder zurückzuführen sind, beziehungsweise auch helfen, die theoretischen Fragen, die hier auch gestellt worden sind, in der Tagung zu beantworten. Ich beginne mit drei Fallbeispielen. Ich sagte, ich versuche mal so ein bisschen über den Gegenstand mich zu nähern. Die sind alle durchaus bewusst gewählt. Die stehen nicht in einer zwingenden Reihe, aber sie behandeln alle so ein bisschen das Thema politische Provokation und die Protagonisten. Und ich sage jetzt bewusst, die stehen nicht in irgendeiner Reihe, sind von mir aus pragmatischen Gründen gewählt, sind Bismarck, Goebbels und Trump. Und ich sage, ich bin Methodiker und ich gucke halt, was ist das jetzt aus dem Blickwinkel der Geschichtsforschung, das vielleicht dann mit die methodisch verbindende Klammer unter dem Motto Kontinuität und Wandeln. Wir sehen dann auch so ein bisschen in den drei Beispielen die unterschiedlichen Medien, die hier eingesetzt werden, Presse, Rundfunk und Internet, also auch durch ein bisschen die Mediengeschichte, die sich hier widerspiegelt, der dahinterliegende Zeitgeist und letztlich auch die Geschwindigkeit von Kommunikation. Das erste Beispiel ist die Emser Depesche. Ich denke, der historische Hintergrund dürfte Ihnen bekannt sein. Es ging damals um die zwei Fragen, die Konkurrenz um die Vorherrschaft in Europa zwischen Frankreich und Preußen nach der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 und dann der sehr konkrete Anlass, der Streit um den Verzicht des Hauses Hohenzollern auf die spanische Thronfolge nach der Absetzung Isabellas II. Zwei Jahre zuvor 1868. Grundlage der folgenden dann öffentlichen Provokation ist dann die Audienz des französischen Gesandten Benedetti beim preußischen König Wilhelm am 13. Juli 1870 in Bad Ems. Den Bericht darüber nimmt dann der Bismarck-Vertraute Heinrich Abeken vor und telegrafiert ihn nach Berlin. Bismarck redigiert dieses ursprünglich interne und in einem doch, möchte man sagen, sachlich-diplomatischen, konzilianten Ton verfasste Protokoll stark, sodass sich der Tenor des Gespräches eben nicht mehr konziliant, sondern schroff bis beleidigend darstellte. Bismarck lancierte dann dieses Dokument an die Presse. Es wird dann durch die französische Übersetzung noch ein bisschen noch weiter verschärft, gelangt in die französische Öffentlichkeit und sorgte für die wohl von Bismarck erhoffte Provokation und Empörung in der Öffentlichkeit. Historiker bewerten diese Aktion dann in der Tat als eine bewusste Provokation Bismarcks, die Frankreich letztlich nur die Wahl zwischen Krieg und politischer Niederlage ließen. Und in der Tat, wenige Tage später, am 19. Juli, erfolgte die französische Kriegserklärung in der raschen Folge dann die Niederlage Frankreichs und dann auch in der Konsequenz dann die Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Das ist das erste Beispiel. Ich stelle diese drei Beispiele einfach einmal vor und werde dann später dann wieder darauf zurückgreifen. Das zweite Beispiel ist die sogenannte Sportpalastrede, das heißt die Rede, die Josef Goebbels, der wurde heute schon mal kurz thematisiert, am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast hielt, mit seinen sehr, leider sehr berühmt gewordenen rhetorischen Fragen, wie wollt ihr den totalen Krieg und so weiter. Diese Sportpalastrede gilt nach Peter Longerich als besonders perfides Musterbeispiel nationalsozialistischer Propaganda und Rhetorik. Und nicht nur das, sondern mit der Rede selbst inszenierte sich Goebbels inszenierte sich selbst als, auch wieder Longerich, Aufpeitscher einer kriegsbegeisterten deutschen Volksgemeinschaft. Die Rede soll uns nun als Beispiel dienen für eine politisch motivierte Massenkommunikation, denn Goebbels hielt diese Rede nicht nur vor 15.000 sorgfältig ausgewählten und choreografisch instruierten Klakören vor Ort,
sondern sie wurde auch über Radio übertragen, für die Wochenschau aufgezeichnet und international wahrgenommen. Natürlich ist die Rede Gegenstand historischer Untersuchungen geworden. Und jetzt sind wir so ein paar Beispiele für auch letztlich Deutungsfragen. Historiker diskutieren, ob sie diese Rede etwa eine Reaktion des NS-Regimes auf die Konferenz der Alliierten in Casablanca am 24. Januar gewesen ist, wo die Formulierung einer bedingungslosen Kapitulation als Kriegsziel erfolgte, oder war es doch eher, und das ist wohl das Wahrscheinlichere, eine Reaktion auf die verheerende Niederlage der deutschen Truppen bei Stalingrad wenige Wochen zuvor. Zugleich wird etwa diskutiert, und das ist wieder Peter Longerich, ob es hier um einen Profilierungsversuch Goebbels sich handelt, einen Versuch durch eine Radikalisierung des Regimes selbst die innenpolitische Führung zu übernehmen. Rechts sehen Sie dann auch im Bild ein Beispiel für eine internationale Reaktion, die erfolgte dann ein Jahr später über Flugblätter der US Air Force im Rahmen ihrer psychologischen Kriegsführung, und im Rahmen dieser Flugblätter wurden dann die deutsche Bevölkerung zum Widerstand gegen das Regime aufgerufen. Wie gesagt, ich sehe diese Beispiele nicht in einer inhaltlichen Folge oder in einem inhaltlichen Zusammenhang. Ich möchte auch nicht die beiden Akteure miteinander vergleichen, das verbietet sich. Aber beiden Beispielen sei dennoch gemeinsam unterstellt, dass beide eine Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit nutzende, die Öffentlichkeit gar instrumentalisierende politische, diplomatische Provokation darstellen. Beiden Akteuren ist dabei gemein, dass sie die ihnen damals zur Verfügung stehenden Medien, Presse, Radio, hierfür gezielt und zumindest im Falle der Emser-Depesche ausgesprochen effektiv einsetzten. Und diese Beispiele aus der Vergangenheit sind eben heute Gegenstand historischer Forschung. Wenn wir nun in die Gegenwart gucken, gucken tue ich das, weil diese heutige Gegenwart die Vergangenheit künftiger Historikergenerationen sein wird. Wir hatten schon gehört, die E-Mail hat lange in den deutschen Behörden Einzug gehalten. In Deutschland ab 1984 ist die erste E-Mail aufgetaucht. Im Kontext der Elektronifizierung der Behörden, das sogenannte Electronic Government, wird sie dann eben auch später, oder vielleicht auch schon jetzt, aber dann in naher Zukunft Gegenstand historischer Forschung werden. Zumindest und zu Quellen der Zeitgeschichte heute schon, aber in der Zukunft natürlich noch viel stärker. Ich möchte einen Schritt weitergehen über diese E-Mail hinaus und eben diese andere Kommunikationsform, die Sie hier sehen, kurz darüber sprechen, wie sie halt auch von manchen Politikern der Gegenwart momentan gewählt werden. Und dieses Beispiel Donald Trumps kann insofern in die obige Reihe aufgenommen werden, als dass auch er das ihm zeitgemäß erscheinende und zeitgemäß zur Verfügung stehende Medium gezielt einsetzt, mindestens eben, um eben politisch zu provozieren. Und Bismarck, und jetzt ist auch interessant zu sehen, diese Emser-Depesche funktionierte deswegen auch als politische Provokation so gut, weil der Text sehr, sehr kurz war. Und Trump reduziert das Ganze jetzt auf die 140 beziehungsweise 280 Zeichen von Twitter, die ihm bequem ausreichen für seine Kommunikation. Zu seiner Bewertung schreibt jetzt beispielsweise Hillary Clinton, sie ignoriere die meisten Tweets des Präsidenten. Sie fügt dann aber hinzu, the most dangerous thing he does is conduct diplomacy on Twitter. He's trading insults with Kim Jong-un, which is just like a catnip for him, also ein gefundenes Fressen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Deutungsfrage, welche Wirkung Trump mit solcher politischen Provokation tatsächlich erreicht. Das wird dann sicherlich auch von künftigen Historikern zu bewerten sein. Und künftige Historiker, so ist sehr zu vermuten, werden Trumps Tweets als historische Quellen betrachten und sich diesen entsprechend nähern. Unter welchen Rahmenbedingungen das Ganze dann geschehen kann, da werde ich dann noch drauf zu sprechen kommen. Die drei Beispiele sollen nun also an neuartige digitale Quellen in ihrem historischen Kontext heranführen. Neuartig möchte ich in dem Kontext wirklich Social Media benennen, da dies Kommunikationsformen darstellen, die wir so bislang noch nicht kannten. Tweets sind digital born, sind eben anders als digitalisierte Quellen. Letztere existieren ursprünglich in anderer Form, wie etwa das Papier der Emser-Depesche, was wir gesehen haben, und wurden durch Retro-Digitalisierung in ein digitales Surrogat überführt.
Digitalisierte Quellen, das haben wir heute auch schon diskutiert, werden selbstverständlich heute von Historikern herangezogen, schon rein aus Gründen der Arbeitseffizienz, da haben wir eben auch schon zugehört. Für die Anwendung computergestützter Verfahren, von denen Gerhard Lauer so sehr schön berichtet hat, im Kontext einer Digital Humanities oder einer Digital History sind sie eigentlich eine Conditio sine qua non. Als Digital-Born-Daten sind sie für Historiker, aber jetzt anders als für Sozialwissenschaftler, die sich mit Social Media natürlich sehr ausführlich jetzt in der Gegenwart beschäftigen, eher für Historiker eher neu, was einfach darin begründet ist, dass Historiker eine gewisse zeitliche Distanz zu ihrem Untersuchungsgegenstand aufbauen. Das haben wir auch mehrfach diskutiert im Rahmen dieser Tage. Die Tweets von Trump möchte ich also aus diesem Kontext oder aus dieser Begründung heraus in eben dieser Reihe der Emser Depesche und der Sportpalast-Rede sehen, als Untersuchungsgegenstände. Und jetzt möchte ich vom Gegenstand zur Methode wechseln. Denn wenn wir solche Quellen als Quellen künftiger Historiker akzeptieren, müsste man sich Gedanken dann darüber machen, über ihre Rolle im Forschungs- und Erkenntnisprozess der Historiker. Die folgenden Überlegungen fußen jetzt auf eine eher traditionelle Sichtweise eines Dreiklangs einer historischen Methode. Die beginnt dann so in der Göttinger Schule des 18. Jahrhunderts, da ist sie angelegt. Und wer es dann so richtig fest verankert, ist dann Droysen 1857 in seiner Historik. Der sagt, das Wesen der historischen Methode sei es, forschend zu verstehen, es sei die Interpretation. Und sichert eben das, was er unter seiner Historik versteht, methodisch ab. Bei ihm sind es dann vor allen Dingen drei Bestandteile einer historischen Methodik. Das ist im Wesentlichen bekannt sicherlich. Erstens das Suchen, also die Heuristik. Zweitens die Quellenkritik und drittens das Beurteilen, Verstehen und Interpretieren. Und ich hatte gestern in einer Rückfrage also ein bisschen versucht zu unterscheiden zwischen Befund und Deutung. Ich würde auch hier diese Unterscheidung sehen, Befund und Deutung. Kommen da gleich auch noch drauf zu sprechen. Bei der Quellenkritik sieht Droysen verschiedene Themen oder verschiedene Fragestellungen, die da zu beantworten sind. Erstens die Kritik der Echtheit, zweitens die Frage nach der Richtigkeit und drittens die Kritik des Früheren und Späteren. Ich werde das gleich an einem anderen Beispiel dann aufgreifen und hier noch einen zweiten Gewährsmann nennen für diese Quellenkritik, nämlich Ernst Bernheim, der das dann später auch aufgreift und so ein bisschen anders differenziert in äußere und innere Quellenkritik. Mir ist dabei insbesondere die äußere Quellenkritik wichtig, weil im Folgebeispiel werde ich darauf eingehen, wie sich für eine künftige Geschichtswissenschaft eigentlich diese äußere Quellenkritik in eine technische Quellenkritik wandeln muss. Das Fallbeispiel, was ich jetzt heranführen möchte, ist ein relativ aktuelles auch. Sie erinnern sich vielleicht, nachdem die Koalitionsverhandlungen gescheitert sind, 20. November 2017, dass die FDP-Führung diesen Tweet hier veröffentlicht hat. Das war so ein Tweet mit einem Bild, lieber nicht regieren als falsch. Und ich möchte jetzt das mal nutzen und mal die Leitfragen, die Ernst Bernheim so schön formuliert hat zu der äußeren Quellenkritik, mal kurz kursorisch daran abarbeiten. Bernhard schreibt, erstens, entspricht die äußere Form der Quelle der Form, die den als echt bekannten sonstigen Quellen derselben Art zur Zeit und am Ort der angeblichen bzw. angenommenen Entstehung unserer Quelle eigen ist? Ich würde sagen, ja, durchaus. Tweet sieht eben, wenn er bildhaft ist, der sieht eben so aus. Zweitens, entspricht der Inhalt der Quelle dem, was uns sonst aus sicher echten Quellen bekannt ist? Ja, tut sie. Der Inhalt entspricht der Presseerklärung der FDP von Lindner und auch dem Auftritt im Fernsehen. Das wissen wir in der Gegenwart. Künftige Historiker werden das daran bemessen können, was eben dann auch an Pressemitteilungen, an Tageszeitungen, Fernsehaufzeichnungen und so der Zukunft erhalten bleibt. Drittens, entsprechen Form und Inhalt dem Charakter und dem ganzen Milieu der Entwicklung, innerhalb derer die Quelle angeblich steht. Ja, vergleiche etwa die Wahlkampfplakate oben rechts im Bild der Gegenwart. Der Tweet enthält ein Bild im gleichen Stil. Auch hier natürlich Voraussetzung für die künftigen Historiker, dass diese Wahlplakate oder Fotos von den Wahlplakaten auch überliefert werden. Viertens, finden sich in oder an der Quelle Spuren künstlicher, fälschender Mache, wie etwa unglaubwürdige, seltsame Art der Auffindung und Übermittlung? Ich würde sagen, stopp.
Hier stellt sich nämlich die Frage, wie ist das eigentlich festzustellen? Augenscheinlich erstmal nichts, was uns ungewöhnlich erscheint oder unglaubwürdig. Textimmanent ist da eigentlich nichts festzustellen. Und ein Material, wie wir es jetzt bei der Aufdeckung etwa der gefälschten Hitler-Tagebücher hatte, das war ja eines der entscheidenden Kriterien, diese Papieruntersuchung, die ja dann aufgedeckt hat, dass da offensichtlich eine ganze Reihe von prominenten Historikern ihren gesunden Menschenverstand ausgeschaltet hatten, was dann eben die materielle Untersuchung, die dann letztlich dann auch einen doch einschlägigen Beweis für die Fälschung geliefert hat. Sowas gibt es ja hier zunächst mal nicht, das ist ja immateriell, das ist ja im Digitalen. Aber wenn man da mal hinguckt, und das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, ich habe das mal versucht, da ein bisschen einzukringeln, dann sehen Sie rechts neben diesem Tweet so ein paar Informationen, nämlich zunächst oben über dieses Foto, dann steht 20.11.2017. Das ist das Datum, an dem dieser Tweet veröffentlicht wurde. Das speichert Twitter so mit. Und da guckt man mal drunter, das ist eine Bilddatei, die wurde da bei Twitter hochgeladen, und diese Bilddatei hat einen Namen. Und der wird mit transportiert und da sieht man, wenn man da genau hinguckt, da steht 17, 11, 16. Für alle, die in Computern zu tun haben, die wissen, das ist typisch ein Verfahren, wie man Dateien mit einem Datumstag versieht, Jahr, Monat, Tag, dann kann man das besonders gut besonders gut sortieren. Und 17, 11, 16 steht sehr wahrscheinlich für 2017, 11, November, 16, 4 Tage bevor das Ganze veröffentlicht wurde. Die haben wir also ein Metadatum, was das ja hier ist, und ein Indiz letztlich für den Entstehungszeitpunkt dieses Bildes. 4 Tage bevor es veröffentlicht wurde, zu diesem Zeitpunkt liefen die Verhandlungen natürlich. Das Ergebnis dieser Quellenkritik könnte also lauten, das Bild wurde 3 Tage oder 4 Tage vor dessen Veröffentlichung erstellt. Deuten könnte man das dann so: Das Ganze war ein vorbereiteter Coup. Die Verhandlungen sollten bewusst zum Platzen gebracht worden. Und das ist genau dieses Bashing, was dann auch auf die FDP dann an diesem Tag dann auch niederprallte. So wurde es dann in der Öffentlichkeit dargestellt. Das Zitat von Klaus Arnold in seinem Abriss über die Quellenkritik, der sagt: Die Quellenkritik darf in keinem Fall eine solche Interpretation immanent, das heißt allein aus dem Text heraus und ohne vorherige, möglichst weitgehende Recherche über die faktischen Hintergründe und die Umstände seiner Entstehung verfolgen. Und das gilt auch hier, und auch ein zukünftiger Historiker sollte das bitte beherzen, denn die Quellenkritik zum Erstellungsdatum ist wohl richtig, die Interpretation aber voreilig, und der Befund reicht an dieser Stelle nicht aus. Denn zur wirklichen Beurteilung ist die Quellenlage bislang nicht ausreichend. Und hier hat dann die FDP selbst das geliefert, das ist jetzt unten rechts, was künftige und gründliche Historiker dann aus dem Archiv natürlich ausgraben müssen. Aber da stellen sie eben dar, dass sie für die verschiedenen Szenarien des Ausgangs der Koalitionsverhandlungen das Ganze entsprechend vorbereitet haben. Wenn wir also das jetzt ausblenden würden, dann als künftiger Historiker hätten wir ein großes Problem hier verursacht. Und hier möchte ich an der Stelle eine kleine Fußnote zu dem Begriff Exaktheit, da haben wir uns heute ja auch drüber unterhalten, einfügen, auch ein bisschen den Begriff Exaktheit in Frage stellen. Denn man kann sehr exakt diese Sachen hier bestimmen und man kann auch sehr exakt das alles auszählen. Die Zählung ist sehr, sehr exakt. Aber die Frage ist immer, was sagt das zu Zählende oder das eben formalisiert, explizit Beschriebene dann tatsächlich über den Gegenstand aus? Und das ist ein Problem der Heuristik letztlich, dass man das natürlich dann zu dieser exakten Wissenschaft hinzuzählen muss. Und da ist, glaube ich, in den digitalen Geisteswissenschaften momentan noch so ein gewisser Gap, dass diese beiden Sachen noch nicht so richtig zusammenpassen. Das ist, wo die Digital Humanities als methodische Wissenschaft noch, glaube ich, sehr dran zu arbeiten hat. Und sich sehr genau überlegen muss, wie man diesen Gap da überbrücken kann. So, valide Interpretationen, das abzuschließen für unsere Historiker der Zukunft, müsste also lauten: Um eine schnelle Öffentlichkeit zu ermöglichen, wurden verschiedene Szenarien von langer Hand vorbereitet. Eine Schlussfolgerung jetzt für die Arbeit der Historiker würde lauten: Auch digitale Quellen können und müssen mit quellenkritischer Methodik und Gründlichkeit beäugt werden. Und zum Zweiten ist aber, dass diese Methodik selbst zunehmend technisch digital wird.
Denn das Auffinden von solchen technischen Metadaten, wie in diesem Beispiel, funktioniert meistens dann nur mit technisch-digitalen Methoden selbst und mit einem entsprechenden Sachverstand. Und das ist einer der Aufgabenfelder der Digital History oder Digital Humanities an der Stelle. Das Gesagte gilt dann weiterhin auch für die Kritik der Echtheit. Fälschungen sind natürlich keine Erfindung der Gegenwart. Zahlreiche Historiker haben sich etwa mit den Fälschungen aus dem Mittelalter beschäftigt. Nennen als vielleicht prominentestes Beispiel die konstantinische Schenkung. Mit Hilfe fototechnischer Retuschen beginnt man dann im frühen 20. Jahrhundert, dann das Ganze bei Bildquellen, das sind ganz bekannte damit Lenin, Stalin, die treiben das richtig weit. Es kommt dann heute im 21. Jahrhundert allerdings auch die Fälschung des Audiovisuellen hinzu. Ich weiß, das kennen Sie vielleicht unter dem Schlagwort Deep Fake. Das ist also zunächst eine originale Aufnahme von Barack Obama, wie er eine Ansprache oder eine Rede hält. Was wir hier rechts sehen, das ist ein Schauspiel, das ist ein Stimmenimitator von Obama. Der spricht jetzt etwas ganz anderes. In dem Beispiel äußert sich Obama relativ unflätig und undiplomatisch über die Politik Trumps, und das legt er ihm in den Mund im wahrsten Sinne des Wortes, denn durch die entsprechende Methodik des Deepfake wird das hier ausgeschnitten und dann dem Obama, also die Lippenbewegung und der Ton dazu wird ihm quasi da auf diese Weise auch technisch in den Mund gelegt. Ich glaube, dass man durch Fälschungen sehr viel Erkenntnis über die Vergangenheit gewinnen kann, durch Fälschungen, also durch das Falschgesagte ebenso wie auch das Nichtgesagte, nicht nur über den Fälscher, sondern auch über Intentionen, über Politik und Herrschaft. Um das aber zu können, muss das Gefälschte als solches erkannt und von der Nichtfälschung unterschieden werden. Das Discrimen veri ac falsi, das wurde heute auch thematisiert und zum zentralen Element der Quellenkritik geworden. Fälschungen selbst waren technisch eigentlich immer recht aufwendig, zumindest wenn sie gut sein sollten, erforderten dort gewisse Versiertheit, aber ebenso erforderte dann deren Aufklärung auch entsprechende versierte Kenntnisse und Fertigkeiten, denen sich die Geisteswissenschaftler eigentlich auch schon immer den Methoden der Naturwissenschaften bedient hat, die Materialforschung, C13-Methode und so weiter, was dann eben für Datierungsverfahren, Fragen für Echtheitsfragen immer herangezogen werden. Was heute ein bisschen andere Qualität bekommt, ist, dass Fälschungen scheinbar leichter zu machen sind und auch schneller in den Umlauf gebracht werden können. Nochmal zurück zu dem Beispiel. Die Schwierigkeit, mit solchen Dingen dann umzugehen, wird allerdings in der Zukunft erhalten bleiben, und in der Zukunft wird uns dann sicherlich auch erhalten bleiben, aus solchen Fälschungen dann vielleicht auch mehr zu lesen, außer dass es ein gefälschtes Objekt ist, sondern auch was dann letztlich dahinter steht, eigentlich hinter dieser Fälschungsabsicht. Wenn wir jetzt einen neuen Gedanken noch versuchen an der Stelle, dann uns wieder in das Digitale bewegen, in die Webpublikationen, nicht nur Webpublikationen, also Social Media einerseits, aber auch andere Formen der Webpublikationen, etwa eine Kommentierung von Zeitschriften, Zeitungsartikeln denken, dann geht es nicht mehr nur um die Fälschung im klassischen Sinne, also dieses Discrimen veri ac falsi, sondern auch um das Erkennen, das Unterscheiden der menschlichen Äußerungen von der maschinellen. Also wir wissen, dass ein Großteil von Kommentaren im Internet gar nicht mehr von Menschen verfasst werden, sondern bewusst maschinell auch gesteuert werden, um gewisse Dinge zu beeinflussen. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal hingucken bei diesen Sachen, das ist sicherlich ein Mensch, Robert Reich, gibt es schon, aber hier gucken wir diese Retweets, diese Gefällt-mir-Angaben, das sind ja immense Zahlen hier, und dann kommen dann ellenlange Kommentare dann darunter. Die Frage ist schon, was ist da eigentlich menschlich und was ist davon dann auch maschinell erstellt? Und diese Unterscheidung zu treffen, halte ich auch dann für eine ganz wichtige, ganz elementar für das Gewinnen von Erkenntnis aus eben diesen Quellen. Und auch diese Unterscheidungskompetenz wird zukünftig nur noch mit technischen Möglichkeiten zu erlangen sein. Hier scheinen jetzt tatsächlich auch Dilthey und Schleiermacher plötzlich wieder aktuell zu werden.
Oder zumindest kann man mit denen jetzt vielleicht mal operieren, denn ihre Hermeneutik ist ja eine Hermeneutik der menschlichen Äußerung. Und wir gewinnen jetzt durch diese automatische Textgenerierung möglicherweise eine neue Form der Äußerung hinzu. Und da kann man drei Stoßrichtungen vielleicht künftig diskutieren. Ich stelle nur die Fragen, reiße das als Problem auf, habe keine Antworten auf die Frage. Erstens, das Herausfiltern der menschlichen Äußerungen aus der Gesamtheit. Also so eine Art Turing-Test, ne, wird dann eben hier angewandt. Zweitens, die maschinellen Äußerungen in die Hermeneutik einzubetten, also quasi als Teil der menschlichen Äußerung zu verstehen, allerdings nicht als unmittelbare, sondern als eine mittelbare Äußerung. Und drittens, vielleicht die Maschinen selbst als Akteure zu betrachten und eine eigene Hermeneutik zu entwickeln. Ist nicht ganz der Begriff der digitalen Hermeneutik von Capurro. Es hat eine andere Stoßrichtung. Es geht hier eigentlich eher um die Frage, ist die Maschine Objekt oder Subjekt der Hermeneutik? Gleiche Frage kann man bei der Ethik stellen. Wenn man bei der Algorithmenethik, ist da eigentlich das Technische das Objekt oder wird das nicht langsam selber auch bei autonomen Systemen zum Subjekt? Und hier kann man dann auch wieder gucken, was wird da eigentlich gesagt bei Dilthey etwa dann mit der Lebenserfahrung. Der sagt, das Verstehen ist nur aus der Lebenserfahrung heraus möglich. Ja, wie ist das bei maschinellen Äußerungen? Was habe ich da für eine Lebenserfahrung eigentlich? Man kann die gleiche Frage auch umgekehrt stellen. Man kann fragen, wenn es um automatisierte Prozesse geht, die ja letztlich auch irgendwie dahin trainiert werden sollen, dass sie menschliche Äußerungen verstehen, können das Maschinen überhaupt, weil ihnen die Lebenserfahrung fehlt. Im Kontext mit sogenannter künstlicher Intelligenz und autonomer Systeme wird dies dann zunehmend komplex. Auch hier sehe ich dann die Rolle der Digital Humanities, hier entsprechende Methodiken zu entwickeln. Arnold sagt wieder, mögliche Manipulierbarkeit durch technische Hilfsmittel schafft neue methodische Probleme. Also ich denke, da werden neue methodische Probleme für uns in den digitalen Geisteswissenschaften geschaffen. So, jetzt möchte ich schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit die Geschichte im Digitalen, das war ein bisschen jetzt zunächst die Methodik. In der Zukunft wird es natürlich ganz andere Quellengattungen für künftige Historiker geben. Einfach zwei große Bereiche, den einen haben wir schon gesprochen, das ist dieses Herrschafts- und Verwaltungstätigkeiten, werden zunehmend digital, Electronic Government, E-Mail in der Verwaltung und so weiter, darüber haben wir schon gesprochen. Zweitens Quellen aus dem nicht-politischen Kontext und drittens dann vielleicht die Verschmelzung von beiden, von dem politischen und dem nicht-politischen, was man vielleicht dann auch pass pro toto für eine gegenwärtige Verschmelzung oder Entgrenzung vormals vielleicht schärfer konturierter Räume sehen kann. Ich meine, hier schreibt ein Politiker und das hier unten, das ist dann da nochmal Politiker natürlich, aber die 180.000 Reaktionen, das sind nicht alles Politiker, sondern das sind dann, ist dann eben nicht mehr im primär politischen Raum, was hier stattfindet. Auch früher haben selbstverständlich die Menschen auf Medienäußerungen reagieren können, haben dies auch getan, sicherlich auch auf die Presseberichte, etwa über Bad Ems oder die Rundfunkübertragung der Sportpalast-Rede. Was sie aber nicht konnten früher war, oder zumindest nur sehr aufwendig und eingeschränkt tun, dies über genau die gleichen Medien zu tun. Also sozusagen gleichrangig zu reagieren, geschweige denn innerhalb dieser Medien zu interagieren. Das ist die neue Komponente sicherlich bei Social Media. Während Bad Ems einen Dialogcharakter zunächst besaß, mit wenigen Akteuren in der Kommunikation zunächst, bei der Goebbelschen Rede ist es eine unidirektionale Broadcast-Kommunikation. Es gibt also einen Sender, Goebbels, Zuhörer im Palast selbst sind eigentlich Teil der Inszenierung, sie sind das Programm selbst, sind eigentlich keine eigenständigen Akteure, eher Aktanten im Sinne von Latour, instrumentalisierte Subjekte und Teil eben dieses Broadcast. Und bei Trump haben wir es anders, das deutete ich an, wir haben hier das Web 2.0 mit dem Mitmach-Web, das neuartige Konzept des Prosumenten greift hier an dieser Stelle. Kommunikation erfolgt nicht mehr bidirektional, nicht unidirektional, auch nicht sternförmig, sondern eigentlich unkontrolliert zunächst, netzartig, rhizomatisch, interaktiv, Tweet, Retweet, Kommentierung, Like, Memes und so weiter. Dass eine solche Form der Kommunikation
durchaus weitreichende Konsequenzen haben kann, auch für die große Politik, hat etwa der arabische Frühling 2011 gezeigt, als es eben die ganzen Flashmob-Mobilisierungen durch die Social Media gegeben hat. Da haben wir also nicht die einzelne große Handlung, wie bei der Emsa Depasche etwa, aber es ist die Ermöglichung vieler kleiner Handlungen, wie eben dieser Mobilisierungen. Eine zweite Art der Entgrenzung, die uns auch neue Quellen bescheren wird in der Zukunft, ist die Entgrenzung zwischen privatem Raum und öffentlichem Raum. Ich möchte ganz kurz an Anne Frank erinnern mit ihrem Tagebuch. Da kann man nicht von dem Tagebuch sprechen, sondern es gibt im Wesentlichen zwei Versionen. Die A-Version und die B-Version. Die A-Version, die A-Fassung schreibt Anne Frank für sich. Privat, intim. Und als sie dann den Aufruf im Radio gehört hat, dass die Exilregierung nach dem Krieg gerne Kriegserinnerungen und Erinnerungen an die Besatzungszeit veröffentlichen möchte, beginnt sie dann dieses Tagebuch umzuschreiben in eine veröffentlichbare Version. Wenn Sie ganz kurz gucken hier zwischen der A-Fassung, der B-Fassung in einer Textstelle, die unterscheiden sich teilweise signifikant. Intim, A-Fassung, Öffentlichkeit, B-Fassung. Was jetzt ein bisschen vergleicht so mit Quellen, die wir zur Verfügung haben heute oder Möglichkeiten des eigenen Ausdrucks heute über das Internet, da kann man sich vorstellen, dass diese beiden Bereiche verschmelzen könnten. Facebook hat ja diesen Mechanismus, Dinge öffentlich zu machen oder nur im Freundeskreis oder privat zu halten. Wenn man Facebook als ein Tagebuch betrachtet, dann könnte das genau ein ähnliches Phänomen später mal zur Beobachtung oder zur Betrachtung bekommen, wie hier dieses Tagebuch der Anne Frank. Diese ganzen Quellen haben dann allerdings momentan ein großes Problem für künftige Historiker, nämlich das ist die Frage der Archivierung. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, denn wenn wir mit heutigen digitalen Kommunikationsformen künftig als Historiker forschen können wollen, müssen wir heute gegenwärtig unserer Zukunft etwas hinterlassen, damit das dann überhaupt als Quelle genutzt werden kann. Das Anne-Frank-Tagebuch ist exzeptionell. Das ist eine der wenigen Überlieferungen dieser Form, die man haben. Man weiß ja auch nicht, wie viel es gegeben hat und wie viel vernichtet worden sind. Kein Zufallsfund, weil man das heute auch sicher gesichert hat damals. Aber insgesamt dann doch eine von wenigen Überlieferungen aus dieser Zeit. Die Emsa Depesche etwa, die Sportpalastrede, das sind natürlich dann teilweise Dinge, die bewusst archiviert werden. Da gibt es dann die entsprechenden Institutionen dafür, die das tun können. Bei Twitter ist das ein bisschen, oder Social Media ist das jetzt ein bisschen anders, die Problemlage. Wir haben ja natürlich bei Twitter eine immanente Archivierung, also durch das technische System Twitter selbst. Problem ist nur, das ist ja Teil des Geschäftsmodells von Twitter. Und es bedarf zwar theoretisch jetzt keiner bewussten Archivierung durch eine Institution, eigentlich nur der Bereitstellung von technischem Speicherplatz, aber trotzdem sehe ich hier ein großes Problem, denn die Frage ist ja offen, ob wir in 10, 50, 100 Jahren überhaupt noch auf das Twitter-Archiv werden zugreifen können. Was passiert da eigentlich? Trumps Tweets, das sind die Äußerungen einer Person öffentlichen Interesses und das Bundesarchiv muss natürlich jetzt sich diese Aufgabe stellen, diese Sachen zu archivieren. Aber was passiert mit diesen ganzen Retweets und dieser Kommunikation, die da hinten da dran steht? Wie gehen wir eigentlich damit um? Und machen wir uns eigentlich nicht gegenwärtig, begeben wir uns nicht gegenwärtig für künftige Historiker eigentlich eine doch fatale Abhängigkeit zu privaten Unternehmen, indem wir unsere Kommunikation und unsere Äußerungen, die ja Gegenstand der Hermeneutik oder der Deutung dann später auch sein sollen, indem wir eben diesen privaten Unternehmen übergeben, wo noch überhaupt nicht klar ist, wie sowas eigentlich dann später geregelt werden kann. Das ist eine große Aufgabe momentan. Es geht nicht nur um die Sicherung von Forschungsdaten, es geht nicht nur um die langfristige Speicherung der ganzen Digitalisate, die wir momentan produzieren, sondern es geht insbesondere um die Sicherstellung der Quellen künftiger Historikergenerationen. Nicht umsonst spricht man für die Frühzeit des Internets von den Internet Dark Ages. Das ist durchaus ein ganz wichtiger Aspekt und das ist jetzt ein Bereich, den ich ganz kurz noch anreiße, den überspringe ich jetzt.
Es ist ja auch nicht damit getan, dass man einmal etwas abspeichert, sondern das Internet ist ja fluide und Websites und so weiter, die verändern sich ja im Laufe der Zeit teilweise relativ schnell. Eine Webarchivierung muss eine sehr schnelle, sehr kurze Zeitschnitte vornehmen, um die Sachen zu archivieren, sonst sind die einfach weg. Und da ist, glaube ich, jetzt auch schon enorm viel weg. Und deswegen, glaube ich, ist der Begriff der Dark Ages an der Stelle durchaus angebracht. Ich möchte abschließen mit einigen wenigen Gedanken jetzt auch zu der Leitfrage dieser Tagen, nämlich Wechselspiel. Also, was ist Geisteswissenschaften? Da gehe ich nicht drauf ein. Aber Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften. Und ich möchte das auch nochmal aus dieser Perspektive der historischen Arbeitsweise tun, wenn wir das jetzt mal so als eine Dialektik auffassen und mal den Droysen so als eine These formulieren, dann sieht sich der Droysen mit zahlreichen Antithesen eigentlich gegenübergestellt und haben hier sehr viel schon von gehört. Droysen sind natürlich die ganze Historik sehr ideografisch ausgerichtet. Es kommen die ganzen nomothetischen Ansätze quasi als die nach den Gesetzmäßigkeiten der Geschichte schauen als Antithese. Im Positivismus finden wir das, im historischen Materialismus und im Strukturalismus, da haben wir ja schon viel von gehört. Eine andere These, Antithese könnte sein, das, was Sie diskutiert, also Hermeneutik versus Distant Reading. Hermeneutik dann eher aus dieser klassischen Sichtweise. Es kommt dann eben so ein Distant Reading sozusagen als eine Antithese da. Dagegen hinzukommen, auch das, was ich versucht hatte anzudeuten, nämlich die Erweiterung der Quellenlage, aus der sich ja dann noch eine Erweiterung der Fragestellung künftiger Historiker ergeben wird. Und da sind wir jetzt wieder bei den Digital Humanities, denn ich denke, eigentlich kann die Digital Humanities genau die benötigte Synthese hier an der Stelle bieten. Schon für eine ideografische Geschichtsschreibung wird gelten, in der Zukunft zumindest, wie können wir eigentlich relevante Daten überhaupt finden, ohne computergestützte Verfahren? Also das, was man als Information Retrieval bezeichnet, wird auch Teil einer Methodik sein, die wirklich traditionell so auf ideografische Untersuchungen ausgerichtet sein wird. Aber wenn es dann weitergeht und man schaut hier bei diesen 184.000 oder wie viel es waren, Retweets, wer hat das eigentlich retweetet? Da geht es ja dann nicht mehr um den Einzelfall, sondern da geht es dann um die Erfassung von Struktur. Also das wäre dann dieses Nomothetische, wo ich denke, dass das schon gegenwärtig durch die Sozial- und Politikwissenschaften ein Gegenstand ihrer Forschung ist, wenn es etwa um die Rolle der Social Media im arabischen Frühling gegangen ist. Dafür braucht es dann quantitative Verfahren, computergestützte Verfahren, die eben auch die Digital Humanities bieten. Und dafür braucht man dann belastbare Daten dafür. Und Daten werden künftige Historiker en masse haben, wenn es uns gelingt, diese Sachen ausreichend zu archivieren. Die entscheidende Frage dabei ist aber, das hatte ich auch schon angedeutet, ob die Daten für die jeweilige Fragestellung wirklich belastbar sind. Und das würde ich gerne als eine Frage der Quellenkritik verstehen. Es muss dann sozusagen eine Verheiratung von einem Historical Thinking, das wäre jetzt nochmal ein anderer Begriff, den man hier heranführen kann, der Quellenkritik und des Computational Thinking, des Data Science, der Datenanalyse, eine Verheiratung geben müssen und diese beiden müssen aufeinander abgestimmt werden. Man kann das Ganze etwas plakativer formulieren, man kann sagen, Big Data erfordert Big Quellenkritik. Und diese Big-Quellenkritik geht dann eben auch nicht mehr im Einzelfall. Ich kann das nicht mehr 184.000 Mal die Echtheit eines solchen Retweets überprüfen, sondern ich muss dann auch für diese Quellenkritik automatisierbare Verfahren mir überlegen. Und ich sehe darin dann tatsächlich die Synthese aus diesen beiden, also Verheiratung des Historical Thinking und des Computational Thinkings, durchaus auch aus der Hermeneutik oder des Distant Readings, in dem dann auch das Wechselspiel zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, ich weigere mich, Informatik als Naturwissenschaften zu bezeichnen, aber es geht vor allen Dingen um die methodische Sichtweise, im Kontext der Digital Humanities neu zu denken. Und wieder noch abschließend die beiden Klassiker bemüht, hier nach Droysen, der Geistes- und Naturwissenschaften ja dann eher nach dem Wie der Methodik unterscheidet,
würde ich sagen, die Geisteswissenschaftler werden dann in der Tat Naturwissenschaftler, naturwissenschaftlicher, ohne selbst Naturwissenschaften zu werden und ohne das Interpretative, das aus der menschlichen Erfahrung herausgeborene, zu verlieren. Und zweitens wäre dann Dilthey durchaus zu bemühen, der nach dem Studiengegenstand unterscheidet und eben die Äußerung des menschlichen Geistes betrachtet. Daran wird sich auch nichts ändern, auch wenn sich der menschliche Geist zunehmend im Digitalen verortet fühlt und die menschlichen Äußerungen sich technisieren. Selbst, das ist eher eine Frage, ob selbst von Algorithmen verfasste Gedichte darunter gefasst werden müssen, muss man diskutieren, denke ich, aber sie sind auch für mich das Gegenteil eigentlich von Natur. Und über transhumanistische Fantasien muss man hier an der Stelle dann vielleicht nicht weiter reden. Ja, umgekehrt zum Schluss, und das ist das Schlusswort, wenn Geisteswissenschaften sich also von ihrer Methodik her Naturwissenschaften nähern, wäre gegenwärtig zu wünschen, dass auch die Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften sich mehr noch öffnen für eine interpretative Kritik und sozusagen auch ein Stück weit Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften, wo ich die Informatik jetzt eher dazu zählen würde, geisteswissenschaftlicher werden zu lassen, vor allen Dingen bei Hochrisikotechnologien, wozu ich jetzt für Gentechnologie, Atomkraft oder auch künstliche Intelligenz zählen würde, wäre das aus meiner Sicht sehr zu wünschen. Und genau das meiner Meinung nach ist die Schnittstelle zwischen diesen zwei Welten, wie Snow sie ja mal bezeichnet hat, und das ist Aufgabe der Digital Humanities.